So, herzlich willkommen hier zu einer neuen Fortnite-Folge. Endlich wieder im Trio. Die Gecko Force ist wieder vereint hier mit Wolf und Blubberchen. Hallöchen. Hallo. Voll schön, dass wir endlich mal wieder zu dritt sind. Hier am Ende der Season, am Ende des Chapters. Ja, muss man auch noch dazu sagen. Ist voll krass. Kürzestes Fortnite-Kapitel. Ja. Können wir uns bei Fortnite bedanken. Am Anfang gab es ja Aufgaben und jetzt am Ende. Ja. Großartig. Ja, das, der Anfang und das Ende. Und ja, da, weiß nicht, Gecko Force klang dann nach einer guten Idee eigentlich. Weil das Trio muss doch unterwegs sein und endlich die Welt retten. Echt so. Yeah! Voll cool. Und natürlich, dementsprechend geht's um Paradiesaufträge, Paradise und High Octane. Es ist jetzt einfach auch mal so Rocket League reingeballert worden. Voll lustig. Es gibt jetzt Octanes auf der Map. Mega witzig. Ja. Dann, es geht aber natürlich hauptsächlich jetzt um Paradise. Und die anderen Sachen werden wir wahrscheinlich außerhalb der Aufnahme oder während der Aufnahme, wenn wir gerade zum Beispiel noch in der Runde sind, uns gerade haben, werden wir so lange erledigen. Wenn nicht, machen wir es danach. Genau. Aber bevor es losgeht, erstmal noch ein schönes Bad nehmen. Oh, das ist so lustig einfach. Es ist halt so schön bescheuert. Ist so. Das ist ein super Emote. Los geht's! Zu dritt! Go! War auch echt lange kein Trio allgemein mehr so gespielt auch. Ich spiele ja nur mit euch Trios eigentlich. Und du darfst nicht vergessen, ich bin jetzt auf dem PC, Gecko. Das ist ja der Wahnsinn! Ne? Hätten wir ja Battle Royale. Live mit dabei. Geil. Warte auf weitere Anweisungen. Inwiefern? Oh mein Gott. Kratzen Sie sich am Rücken. Was ist jetzt los? Wie, oh mein Gott? Hä? Navia ja, tanzt wahrscheinlich. Ja, echt so. Direkt vor meiner Fresse tanzt eine riesen Face-Aufnahme. Geil. Okay. Hey! So, weitere Anweisungen folgen. Jetzt. Die Vermutungen des Wissenschaftlers stimmen. Der Nullpunkt ist inaktiv. Natürlich ist er inaktiv. Ich muss ihn aufwecken und ich glaube, ich weiß wie. Ich brauche die Aufzeichnungen des Wissenschaftlers über den Nullpunkt. Wie ich ihn kenne, wird er die Daten einfach überall versteckt haben. Warum suchst du nach einem Computer? Als Perfektionist vernichtet der Wissenschaftler ständig seine Aufzeichnungen. Er ist kompliziert und deshalb liebe ich ihn. Genau, Müllcontainer. Da hätten wir gleich drauf kommen können. Durchsuche Müllcontainer nach der wichtigen, realitätsrettenden Forschung des Wissenschaftlers. Okay. Einfach Müllcontainer, mega lustig. Hier unten ist doch einer. Und das ist ein Octane. Mega geil. Super witzig. Der ist einfach wirklich die Steuerung hat wie in Rocket League. Das ist so lustig. Außerdem sieht es auch ein bisschen danach aus, als käme Rocket League in wirklich komplett in Fortnite rein. Nice. Ja, das sind ja die Aufzeichnungen. Hey, 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 hey. Man darf noch nicht mal in Ruhe landen. Ist echt so? Aua. Wo ist denn der Octane hin? Der wurde mitgenommen. Tilted ist mal wieder ganz tilted. Echt so? Oh je. Lover ist gerettet. Junge, 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 warum sind hier 5 Tonnen Leute? Einfach heftig, Mann. Wie viele sind hier?
So viele waren hier lange nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Zwei! Mach dich unsichtbar, Wolf. Aha. Diese Schüsse ging sowas von daneben. Schwierig. Rettungsaktion mal wieder auf altmodisch. Die Musik schon wieder. Ich würde mal sagen, wir nehmen gleich den Bus hier vorne, oder? Ja. Wenn der Stein da nicht wäre. Hey Gecko, du hast ohne was zu tun Level geschafft, genauso wie ich. Ich habe ein Level, tatsächlich. Cool. Das war ein kurzes Vergnügen mit dem Octane. Ich bin 2 Meter gefahren, super. Oi. Hey, aber du bist mit dem gefahren. Ist so? Ja. Ich bin noch gar nicht mit dem gefahren. Donkey, super geil. Danke, Wolf. Jetzt braucht Blubber, glaube ich, noch einen Müllcontainer. Wahrscheinlich. Nee, ich hast du? Hast du ich noch? Ich bin geschafft? Aus dem Müllcontainer raus und dann hat er mich erschossen. Also, es war wirklich sehr lieb von ihm. Aber du musst ja das Dokument einsammeln. Das Dokument einsammeln. Nee, das habe ich schon auch noch gemacht. Alles gut. Okay, krass. Einfach mal Blubber hier über Blubber und so. Ja, ja. Ach, diese Mülltür geht wieder nicht auf. Mülltür? Türen. Der natürliche Feind von Reinläufern. Was? Naja, wenn du irgendwo einfach reinstürmst, die Tür hält dich trotzdem ein kleines Stück auf. Bis du durch bist, dauert's. Okay. So. Wenn, dann dürfen die Toiletten nicht mehr existieren. Das so. Ist echt so. Sonst noch irgendwas Wichtiges hier? Ich glaube, hier drüben sind noch Kisten. Wo ist jetzt Blubber hin? Ich hab nur kurz ein bisschen... Nur kurz! Nein, ich hab nur kurz Fische gefangen. Krass. Stimmt, ist ja auch noch eine Aufgabe für irgendwas. Hä? Na, für Zusatzaufgaben. Fische fangen war das, glaube ich. Das ist jetzt Meilensteine oder was? Wahrscheinlich für Meilensteine. Meilenstein ist einfach irgendwas angeln. Egal was. Das ist das Praktische. Lol, da liegt direkt der blaue. Schwuppdiwuppdiwupps. Ich muss Kühlboxen auch noch durchsuchen nebenbei. Was? Nice. Kühlboxen? Du musst Kühlboxen? Ja, Kühlboxen. Ein Kühlboxen. Okay, einfach mal Kühlboxen. Voll das Hobby und hier. Ja, hallo, wer boxt nicht heutzutage eine Kuh, um Milch zu bekommen? Okay. Hi, Blubber. Hallo. Du kommst ja nicht rein. Das habe ich gerade gemerkt. Aber das ist kein Problem. Ich hab 4 Chrom, wir haben gewonnen. War das nicht eigentlich erst, wenn du eine Pistole hast? Die hatte ich eh schon 3-mal. Wir haben 3-mal gewonnen. Ach, so weit ist es schon. Jetzt ist es blau. So nervig, dass Chrom so selten rausploppt nur noch. Er schießt einfach drauf. Hä? Schieß einfach auf den Baum oder so drauf, der verchromt ist, dann kommt das schneller. Wieso das denn? Aber echt? Naja, keine Ahnung. Bei mir kam immer Chrom schneller, wenn ich auf den Baum geschossen habe. Mhm. Kam schneller Chrom raus.
Das war jetzt tatsächlich echt so. Das ergibt nicht mal Sinn. Du sprichst hier von Fortnite und Sinn in einem Satz. Super seltsam wieder. Ist Fortnite. Hui. Hat da jemand den Haken gefunden? Den Saugnapf. Was für ein Haken? Also ich jetzt nicht. Nö. Hast du Ballon genommen oder was? Nö, da war ein Trampolin. Oh Gott, ich hab oder so. Trampolin benutzt. Ich hab 5 Chrom gewonnen. Nochmal. Nochmal Chrom oder nochmal gewonnen? Nochmal gewonnen. Ach. Beides. Nimm ich mit. Hey Gecko. So. Ja. Du redest von diesem Greifhaken, ne? Ich hab ihn gefunden. Das ist so? Den hab ich dir da auch hingelegt jetzt. Was schreit hier denn so? Ich hab Zahnschmerzen. Aber müsstest du dann nicht eher sagen, du hast Zahnweh? Gibt ja ein Lied, was sich so anhört. Zahnweh. Ganz genau. Blubber, ich bin bei der Vorbotin. Hilfe. Blubber, hinter dir. Echt jetzt? Beim Haus. Liegt. Down. Noch irgendwann nach? Ja. Von da? Ja. Bin ja schon unterwegs. Und noch ein Level gemacht. Direkt hinter dem, auf dem Hügel, Blubber. Down. 25 wütende Affen. Ich glaub's nicht. Was? Es waren wieder 25 wütende Affen. Lol. Cool. Oh, wir sollten... Weg, David Hasselhoffen. So. Zerstör Objekte, während du in dem Fahrzeug bist. Hä, was ist denn da gepinkt? Ach, Octane wahrscheinlich, oder keine Ahnung, was ist denn da gepinkt auf einmal? Also von, es kann Octane sein, der vom Spiel gepinkt wurde. Weil ich hab nichts gepinkt. Super seltsam. Na, aber so findest du den Octane halt leichter, ne? Nee. Hä, was wurde mir hier gepinkt? Was ist das für eine Aufgabe? Kategorie verfolgen einfach. Dreh dich mit dem Octane. Hier ist kein Octane mehr. Oder? Nö. Mist. Sturm wieder ultra aggro in der Runde? Also Blubber und ich haben keine Probleme. Soweit glaube ich. Okay. Der ist trotzdem aggro in der Runde, der zieht innerhalb irgendwie gefühlt einer Sekunde wieder weiter. Oh, hier ist ein Octane. Hier ist ein Octane? Ja, hier bei mir fliegt ein Octane rum. Ach so. Und jetzt wurde er versenkt. Ja, ich seh's. Warte! Ah, nee, man kann da nur alleine. Echt? So ein Scheiß, ja. Da wurde jemand revived? Oder ist dabei? Weiß nicht genau. Oh Gott, Alter, der... Alter. Kann man den eigentlich verchromen? Ja, geil. Nein. Oh, boah, der heilt sich so schnell, super geil. Also normalerweise müsste es ja da dann... oben. Super lustig. Hey,
Hey, mein Octane, bitte, lasst mein Octane in Ruhe, bitte. Jo! Zu zweit. Alter, unter Wasser lässt er sich auch gar nicht steuern irgendwie. Lustigerweise kann man den überhaupt unter Wasser steuern, das ist ja mega witzig. Hey! Ich glaube, aufpassen. Du musst ja sogar Gegnern Schaden zufügen, Gecko, während du da drin sitzt, ne? Ist so. Super lustig. Boah, es ist natürlich so ungewohnt, weil es ist die Rocket League-Steuerung, aber es ist in Fortnite ja mega ungewohnt. Du musst dich jetzt sofort erstmal auf die Steuerung konzentrieren. Hey! Was passiert bei euch? Der von oben hat uns gesnackt. Hier, der ist da ganz oben. Ja. Ich seh's, das ist voll der Arsch. Ja, echt so. Hey, das tut voll weh und so, lass es mal. Und zu unserem Bedauern hat der leider auch noch Aim. So schnell wie er uns gelegt hat, konnten wir uns noch nicht mal fortbewegen. Das ist so krass. Das ist so grotesk. Grotesk. Oh, hi Gegner. Ey, so lustig einfach. Ich würde mal sagen, gib Gas. Nix! Der nächste! Und hinter dir. Also. Oh. Und der Octane ist kaputt. Boah, der hat noch gar nicht den Stein im Weg. Das war echt ein Baum und ein scheiß Stein im Weg. Ich pack's nicht. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Was war das gerade? Aber warte mal. 232.500 EP im Match insgesamt. What the fuck? Wiege 100 Meter in einem Stück in einem Octane. Das habe ich nicht geschafft. Was ist das denn? Naja, was auch immer. 720 waren das, glaube ich. Ich habe 124.000 EP gemacht. Naja. Okay, dann bist du in dieser Runde oder so. Lustig. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.